Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Subnautica. So, ja, wir... Was? Da war doch was zum Scannen. Flutlicht. Ah, da! Das habe ich gar nicht gesehen. Oh, okay. Flutlicht. Bauplan Flutlicht. Ja, dann sieht man auch was im Dunkeln. Ja. Schön. Ich möchte hier rein. Dafür tausche ich jetzt mal mein Werkzeug von hier nach da. Und ich habe keine Ahnung, was, warum das hier alles so rumpelt. Ja. Auf jeden Fall soll man das jetzt mal aus dem Weg räumen können. So. Und dadurch sollte man uns Gänge freischaufeln, also freilegen können. So. Ja, wie ich schon befürchtet habe, Feuerlöscher wird uns gute Dienste erweisen. Gut, dass ich noch einen gebaut habe. So. Der ist leer, ne? Dann können wir gleich den nächsten nehmen. Kann ich den eigentlich... Kann ich den wieder auffüllen? Ich glaube nicht, oder? Na, gehst jetzt aus mal, Herrschaftszeiten. So. So, grüß Gott. Ich brauche Licht. Da unten ist Wasser, auch eine Kiste, wie es ausschaut. Ich brauche eher einen Scanner statt Licht, ha? Es ist halt wieder verdammt dunkel für euch. Versorgungskiste öffnen. Batterie. Ja, nice. Aha. Was haben wir denn da? Ein Computer. Was haben wir hier? Zugelassene PTA. Okay. Das sammle ich jetzt mal schnell ein. Da hinten ist was. Ich muss mal raus hier. Luft holen und so, ne? Wow, ich hänge fest. Und dann können wir vielleicht hier rüber noch. Also erstmal Luft holen und lesen. So. Also. Was? Na, würdest du bitte aufgetaucht bleiben? Danke. Was haben wir denn da jetzt bekommen? Und zwar. Basisinstallation, Laborzugang, glaube ich so, ne? Also, wenn Sie Ihre Ausrüstung verbessern wollen, verwenden Sie bitte die Modifizierungsstation im vorderen Bereich oder rufen Sie vorkonfigurierte Ausrüstung aus dem Labor neben der Datenspule ab. Der Zugangscode ist 6483. Okay, jetzt muss ich wahrscheinlich da lebend hinkommen. Flutlicht. Die Standardausführung des Flutlichts dient zur Fokussierung eines hellen Lichtstrahls in einer Richtung und ist geeignet für alle Art von Industrie- und Notfallsituationen. Funktioniert in allen bekannten Umgebungen. Okay. Warte. Der Code war jetzt... Wo war das jetzt hier? Das war jetzt weiter... Laborzugang 6483. Ich verdrücke mich schon wieder. 6483. So, also da auch mal wieder. Ich hoffe, ich komme hier bei dem Kabelwerk vorbei. 6483, ne? Also hier. So. Nein! Oh Gott. Es wackelt schon wieder. 6483. Und öffnen. Und was geht hier drüben? Versiegelte Tür. Aufschieben zum Betreten. Geht das überhaupt? Aber hier mal, ne? Große Probebehälter. Inventar ist voll. Hurra! Was könnte ich denn gebrauchen? Ich würde sagen mal ein Medikit. So, dann kann ich vielleicht hier was machen. Was haben wir denn hier? Aha. Das ist generell so zu mitnehmen. Okay. Ja. Was haben wir denn hier? Bist du da was? Probeanalysator. Aha. Da haben wir eh schon einen gelagert. Was haben wir hier? PTA-Taten. Integrating new PDA data. Ja. Und hier müsste es auch reingehen. Boah, das ist jetzt aber ganz schön finster erst. Ich brauche Licht. So. Da drüben geht's weiter. Ha, wir sind jetzt irgendwie unterhalb.
was sich irgendwie gar nichts bringt, ne? Boah, ey, da scheppert's, ne? BTA-Taten. Lalalala. Hier, öffentliche Dokumente. Was können wir vom Schwarmbewusstsein auf Strata 5, ich glaube das ist nach Strata 6, ne? Lernen. Wie sich die Individuen, aus denen sich Schwarmbewusstsein, aus dem, was aus denen ein Schwarmbewusstsein besteht, einzuordnen. Wie sind die Individuen, die. Alter, nochmal. Wie sind die Individuen? Ich muss an die Luft. Frische Luft. Schnell, schnell, schnell. So. Ist es normal, dass es hier so brennt? Würdest du bitte aufgetaucht bleiben? Danke. Wir sind, also nochmal, wir sind die Individuen, aus denen ein Schwarmbewusstsein besteht, einzuordnen. Sind sie eher dumme Bestandteile des größeren intelligenten Organismus oder ist das größere Bewusstsein eher ein Ergebnis der unabhängigen Organismen? Kann beides zutreffen? Ein illustrierendes Experiment wurde kürzlich an der Schwarmkolonie auf der Strata 6 entdeckt. Was? Ja, durchgeführt. Es wurde außerhalb des Nestes ein Gerät platziert, das Individuen, die sich ihm nähern, durch Stromschlag tötet. Boah, wie gemein. Eine Ameisenkolonie würde viele Individuen verloren haben, bevor ein einfaches Gefahrensignal erfolgreich zwischen ihnen ausgetauscht worden wäre. Dies hätte zu einer erlernten Meidung des Geräts geführt. Erfolgreich, aber kostspielig. Die Kolonie auf Strata 6 zerfiel schnell in zwei Fraktionen. Eine versuchte das Gerät mit roher Gewalt zu versetzen und Individuen dabei zu opfern. Die zweite versuchte das Gerät mit Sand abzudecken. Da sich diese beiden Ziele gegenseitig ausschließen, kam es zum Kampf. Die erste Fraktion wurde aufgrund ihrer reduzierten Zahl geschlagen. Das Gerät wurde sicher vergraben und die Überlebenden riefen diesen Waffenstillstand aus. Aus der Perspektive der Individuen muss diese Erfahrung schrecklich gewesen sein. Aus der Perspektive des Schwarmbewusstseins wurde ein nagendes Problem mit der effektivsten Lösung überwunden. Welche Perspektive ist die richtige? Unser Vorschlag? Keine. Durch den Versuch, diese Wesen in unsere starren Konzepte zu zwingen, malen wir von der Welt einen falschen Eindruck von Greifbarkeit und Bedeutung, der ein Spiegelbild unserer Konzepte von uns selbst ist. Wir beschreiben, dass sich die Individuen auf Strata 6 gegenseitig angriffen, wie Mikroben im menschlichen Körper. Dennoch kann die Strata-Kolonie wie der Körper als Ganzes nicht gesund sein oder die Aggressionen ihrer Bestandteile. Wir beschreiben Neuronen im Gehirn als dumm, aber Gehirne als Ganzes als intelligent. Doch wenn sich eine Idee im Gehirn durchsetzt und andere unterdrückt, beschreiben wir das dann als einen Akt der Aggression? Trauern wir um unsere Neuronen? Wenn eine Philosophie oder Technologie sich in einer menschlichen Gesellschaft durchsetzt, wenn Kriege ihretwegen durchgeführt werden und Menschen sterben, ist das korrekt betrachtet gut oder böse? Dies soll nicht die Bedeutung unserer Existenz untergraben. Aus unserer Sicht ist unsere Existenz durchaus sehr wichtig. Aber ist unsere Zivilisation, unser Universum wirklich alles als wirklich anders als die Kolonie auf Strata 6? Ist Intelligenz auf Dinge aus Fleisch und Blut beschränkt? Oder ist das Universum in Wirklichkeit ein riesiges, intelligentes System und wir nichts weiter als Amöben, die selbstgefällige Schlaglöcher in seine Oberfläche bohren? Als Wissenschaftler täten wir gut daran, uns darauf zu besinnen, dass es nicht unser Ziel ist, die Welt zu malen, wie wir sie sehen, sondern sie so zu sehen, wie sie ist. Ja. Hätte ich auch so gesagt. Ganz meine Worte. So. So. Jo. Wie geht's denn da jetzt weiter? Kann ich hier rauf? Darf ich hier rauf? Kann man hier rauf? Glaub nicht, ha? Huh? Irgendwie habe ich immer das Gefühl, hier bricht gleich alles zusammen. Huhuhu.
Ich will doch nur darüber hüpfen eigentlich. Geht das denn gar nicht? Geht scheinbar überhaupt nicht, ne? Na, fein, na prima. Okay. Dann könnte ich ja hier wieder rein. Tür schließen brauche ich nicht unbedingt. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Stoßkanone, endlich! Die Stoßkanone, Bauplan, endlich! Ja, bitte. Ja, danke. Hier ist es so finster, ich sehe schon wieder nichts. Ich will mal trotzdem kurz unseren Scan einschalten, in der Hoffnung, dass ich noch was hier kriegen kann. Da fliegen Fetzen herum, da ist nichts Besonderes. Diesen großen Behälter wollte ich eigentlich mitnehmen. Mikroskop, nicht funktionsfähig. Ich glaube, hier muss ich noch öfter mal rein, wenn es möglich ist. Aber ich glaube, jetzt sollte ich mal fürs Erste hier raus. So. Mal Luft holen. Und die Taschenlampe wieder. So, wo bin ich hier? Ich habe keine... So. Ah, hier unten. Okay. Kann ich hier hoch zwischen? Nein. Oh doch? Nein. Jetzt aber. Was ist denn das da eigentlich? Find drum. Weiß auch niemand, ne? Das wackelt hier. Voll beängstigend. So. Hüpf. Komme ich hier wieder raus? Tatsächlich. Sehr schön. Ein Feuerlöscher, wie mir scheint. Nehmen wir gleich mal mit. Dapsel, dapsel. So. Das war's? Das ist aber nicht viel. Sollten wir hier nicht noch einen Arbeitskollegen finden, der hier eventuell auf dem Schiff sein könnte? Muss ich da oben was löschen? Komm, ich hab so weit rauf. Kann man das denn überhaupt löschen? Nö. Und dann wäre noch die Frage, da unten hätte ich dürfen eine Tür aufschieben, ne? Zwar dort. Da, hier. Das sollte möglich sein. Aufschieben. Ah, ich glaube, ich weiß schon wie. Mit dem da, geht das? Aufschieben zum Betreten. Na, das geht einmal nicht. Das geht nicht, schade. Komme ich hier irgendwo weiter? Nicht wirklich, ne? Da war eigentlich auch nichts mehr Wichtiges, ne? Ja gut. Dann muss ich mal überlegen. Wieso kann ich die nicht aufschieben? Muss ich die mit dem Messer bearbeiten? Es ist auch nicht mit dem... Es geht auch nicht scheinbar mit dem Ding hier. Ich darf da nichts einsetzen, dass ich mit dem bei Kraft was... Versiegelte Tür. Na, da geht überhaupt nichts. Voll komisch. Komme ich nirgendwo weiter? Das erfreut mein Entdeckerherz aber jetzt nicht so wirklich. Darüber komme ich ja auch nicht, ne? Dass ich mein Glück hier bei der Tür probieren könnte. Das ist immer so finster. Da wäre ja... Ich kann nämlich nicht springen. Das geht so nämlich nicht. Hm. Ich kann nur hier nochmal rausklettern. Aha. Aha. Okay. So weit sind wir schon mal. Muss ich da jetzt hier mit dem Ding was machen? Nö. Da geht, glaube ich, jetzt auch nichts. Oder ich muss tatsächlich von unten... Das wäre aber heftig. Ich muss vielleicht von ganz unten... Kann ich das hier bewegen? Na. So einen Tisch vielleicht mitnehmen. Und das als Brücke verwenden. Kann das möglich sein? Probieren wir es mal, ob das wirklich klappt. Kann der mit? Ja. Flüssigkeitsaufnahme hätte er auch gern. Ich habe keine Ahnung, ob man wirklich sowas... Ob das wirklich sinnvoll ist?
Bleibt er gerade wo hängen? Ich glaube nicht, dass das funktioniert, oder? Wo ist jetzt der Tisch hin? Ich muss mal was trinken. So. Mal was essen. Und nochmal was trinken. Ich bin total verwirrt. Ich habe keine Ahnung, ob das... Glaub mir, dass das Sinn und Zweck hatte, ne? Bin ich so unten hängen geblieben. Bin ich da jetzt... Aha, warte mal. Aha, das wird es nur aufhalten. Okay, ich bin verwirrt. Ich glaube nicht, dass das so richtig ist, was ich da mache. Dass ich hier was zum Drüberspringen habe? Glaube ich nicht. Dass das so passt. Ich glaube auch nicht, dass die Tür sich da drüben öffnen lassen würde. Keine Ahnung. Vielleicht war es das auch schon. Vielleicht muss ich die Aurora auf eine andere Weise betreten. Da komme ich eh nicht drüber. Auf gar keine Chance. Ich dachte, ich könnte mich hier quasi festhalten. Ne? Aber vielleicht muss sie auch noch ein Stück rüber. Na, da sinkt sie nur komplett ab. Da drüben, dass ich mir da drüben helfen könnte, der Tisch. Weil bis dahin konnte ich ja hüpfen, ne? Ich glaube, das ist alles nicht richtig. Ja klar. Ist logisch. So, wo ist er jetzt? Oh Mann, ey. Hallo, Tisch? Ich will nicht wieder ins Wasser. Wo ist denn der Depp jetzt? Ich sehe doch nichts. Wo ist denn jetzt dieser blöde Tisch? Da. Ach toll. Wieso gehst du jetzt bitte nicht? Ich habe doch gesagt, du sollst die Batterie wechseln. Braucht der so viel Strom? Hä? Es ging doch bisher immer so. Wählen. Was jetzt wieder? Irgendwie klappt das gerade nicht. Ah, braucht er vielleicht eine größere Energiequelle? Ist die zu wenig, oder was? Und da steht auch noch Batterie. Ah, die ist auch leer. Deshalb. Dann die. Jetzt da. So. Also nochmal. Das ist so finster, ey. Aber ich glaube, das ist eh vergeudet, was ich hier mache. Ich glaube, ich könnte schon wieder abhauen hier, ne? Mann, würdest du bitte... Danke. Also, ich kann es mir halt schon vorstellen, dass das hier ein Rätsel sein soll, ne? Ich wollte es halt jetzt hier... irgendwie... da so hin... Okay, das klappt nicht. Das sinkt nur ab. Festhalten tut sich's auch nicht, ne? Man kann hier nicht drüber. Fertig. Man kann hier nicht drüber. Das ist halt so. Na. Dann gehe ich wieder. Vielleicht gibt's noch einen anderen Eingang. So. Vielleicht muss ich hier irgendwo... ein Feuer löschen oder so. Keine Ahnung. Es ist etwas... Oder ich muss Gerümpel wegräumen, das könnte auch sein. Da drüben war ich halt auch noch nicht. Vielleicht geht hier was weiter. Aha, auf jeden Fall sind hier wieder diese Ekelviecher.
Ship structural integrity is low. Ja, super. Suppression equipment and laser cutters may be required. Exploration is conducted at your own risk. Wie war das? Feuerlöscher und? Was wollte ich noch haben? Laserschneider. Na toll, den habe ich nicht. Was haben wir hier drin? Wasser, Gott sei Dank. Aber nur weil wir das nicht haben, heißt es ja noch nicht, dass wir jetzt verloren sind. Vielleicht finden wir das den nötigen Bauplan dafür an. Das heißt, ich sollte meinen Scanner wieder bereithalten. Ja, ja. Ja, geh weg. Wäre mir auch lieb. So. Da ist er. Schau dir das an. Erwischen durch ihn da jetzt nicht, ne? Nein. So, Feuer löschen. Lösch, lösch, lösch. Na, ich jetzt umsonst so viel Zeit vertrödelt. Alter, da brennt's. Die Schaus, ne? Dann könnte ich mal die zwei leeren wegschmeißen. Wegschmeißen. So, den vollen nehmen wir noch. Alter, geht's überhaupt weiter? Muss ich das Feuer löschen? Normal nicht, oder? Naja, vielleicht doch. Habe ich keine Ahnung. Ich werde hier sowieso nochmal öfters her müssen, fürchte ich. Irgendwie funktioniert das hier sowieso gerade nicht. Nee. Ah, hier oben könnte was sein, ha? Huh? Hier könnte es weitergehen. Es ist halt sehr viel Schrott. Ich sollte lieber den Scanner vielleicht bereithalten. Oi, au. Ja, lauf mal ein Stück. Komme ich hier rauf? Nein. Ich will den Viechern ausweichen, so gut es geht. Caution. Scans show the digestive tracts of nearby life forms contain human tissues. Oh mein Gott! Das heißt, die wurden gegessen. Da kann ich nicht weiter. Tja, wenn ich jetzt wüsste, au, wo es jetzt weitergeht, ne? Hier rüber wahrscheinlich. Hier rüber, da, ah, hier könnt's passen. Was haben wir denn da? Feuerlöscher, perfekt. Und Medikit. Ja. Du nervst. Komm her. Ekelhaftes Scheißviech. Komm her, ich schließe dich weg. Komm her. So. Dann sind wir quasi hier richtig. Okay. Ich mir mal das Feuer, bevor ich Schaden nehme. Da brennt es halt wirklich ganz schön stark. So, das ist natürlich wieder kaputt. Luftschiff rüber. Ja. Kann man schon wegschmeißen. Alter, da wackelt's. Da kannst du mal aufhören zu wackeln. Luftschleusen. So, nicht Luftschiff, sondern Luftschleusen. Und Feuer. Ist das jetzt der kaputte? Ja, ich bin dumm. Da. 100% Feuerlöscher.
Verwaltung, Frachtraum. Ah. Da haben wir was. Schubkanonenfragment. So, das soll ich jetzt auch mal lesen, ne? So. Titan. So. Scans so und so. So. Aurora Ingenieurdrohne Aufzeichnungen. Du liebe Zeit. So. Beende Energiesparmodus. Lade Spracherkennung. Ingenieur Barclay und Chefingenieurin Yu identifiziert. Barclay. Drohne gibt mir eine Schubkanone. Stoßkanone übergeben. Yu, hey, Barclay, warum, wenn Sie diesen Schaltkreis in die Stoßkanone einbauen, werden Sie ein Loch im Frachtraum hinterlassen. Barclay, verdammt, Drohne, ich sagte Schubkanone, nicht Stoßkanone. Sensoren rekalibrieren. Sensoren rekalibriert. Yu. Die Sensoren sind nicht das Problem. Ich habe das Programm angepasst. Ich brauche es zu saufen. Ich habe das System angepasst und muss was trinken. Vital signs stabilizing. Oh je, ich habe sowieso schon wieder zu wenig. Das viele lesen, ne? Die Sensoren sind nicht das Problem, das Programm angepasst. Es ist jetzt, wie sie es mag, nicht, wenn man ihm sagt, was es tun soll. Drohne, ich weiß. Yu, sein Name ist jetzt Albert. Barclay, Albert. Ich weiß, es ist nicht dein Fehler, aber es würde mir sehr dabei helfen, meine Arbeit zu machen, wenn du mir das bringst, wonach ich gefragt habe. Danke für deine Zeit. Schubkanone übergeben. Barclay, danke. Geh jetzt. Starte Ruhezustand. Barclay, Chef. Ihr Hobby macht meine Arbeit nicht gerade leichter oder sicherer. Yu, kann sein, aber es ist das Einzige, was mich nicht derart langweilt, dass ich einen Raumspaziergang in Unterwäsche mache. Also komm. Ja, das war jetzt wieder. Ja, das musste jetzt nicht sein, okay? So. Dann schauen wir uns mal hier noch schnell um. Vielleicht findet man noch was Nützliches. Auf jeden Fall brauchen wir wieder unsere Dingsbums hier. Die muss hier Sachen wegräumen. Boah. Geht das nicht? Geht nicht. So, dann das zuerst weg. Das zuerst. Und jetzt müsste es gehen. So. Jetzt müssten wir weiterkommen. Ich werde aber hier sterben, glaube ich. Ja. Ich werde hier definitiv verrecken. Oh je, ich habe kein Wasser mehr. Da hilft mir jetzt auch die Batterie nichts. Ich kann, glaube ich, ich kann so jetzt nichts herstellen, oder? Also so Wasser wird nicht gehen, oder? Mir fehlen halt immer diese blöden Korallen hier, ne? So, wo sind wir hier? Ist das vom Captain vielleicht? Wie war denn hier das? Ach, hör auf. Rettungskapsel, geh weg mit dem da. Oh, der nervt. Laborbaum, Dings, wo war denn das? Besatzung, Labor, Code, Hinweis, Captain, hier, ne? 2679. Schauen wir, ob das hier ist. 2679. Nein, das stimmt nicht. Das ist nicht vom Captain. Achso, ist das jetzt wieder eventuell der Code? Laborzugang ist ja auch falsch. Fremde Einrichtung ist ja auch nicht richtig. Aufzeichnungen. Keine bekannte Angriffstechnologie. Nicht möglich. Bla bla. Ich glaube, den Code hier habe ich noch nicht. Kann ich wieder abhauen. Das Blöde ist, dass ich jetzt ersaufen werde wahrscheinlich.
verduschen werde, so. Und der Part ist eh zu Ende, dann sehe ich mich wenigstens nicht sterben, weil ich befürchte, hier komme ich nicht mehr lebend raus. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!